Hallöchen, ihr Lieben. Ja, ich bin ein Trottel. So, das wisst ihr alle. Willkommen bei Fallout 4. Ich hab's gefunden. Ich habe jetzt so lange gesucht, bis ich's gefunden habe. Ich bin da einfach nur 20 Mal vorbeigelaufen. Schaut her. Pass auf. Ich habe den nächsten Hinweis gefunden. Und zwar hier, da. Ungefähr hier porten wir uns hin, ne? Also, so. Dann gehen wir einfach hier rundherum. Da, hier und stopp. Dann drehen wir uns scharf nach links und tada! Da haben wir es. Super, ich Trottel renn daran vorbei und krieg nichts mit. Ein S haben wir denn da? Okay, das P kann ich streichen. Das heißt S. So. Schön. Zweiter Buchstabe gefunden. Es tut mir so leid. Es tut mir so unglaublich leid. So, das haben wir auch schon. So. Aber irgendwie zählt das nicht mit, ne? Es weiß ja auch nicht. Finde die versteckte Krokis. Ach so, warte mal kurz. Warte mal ganz kurz. Kann ich die irgendwie aktivieren? Tatsächlich. Das ist der erste. Okay, da muss ich noch ansprechen. Entschuldigung, das habe ich. Faires Witzchen, du. Das heißt, ich muss mal kurz rauf zu dem Rrrr. Das heißt, ihr braucht gar nicht mitschreiben. Okay, dann brauche ich nur mitschreiben, welche Orte wir... Da brauche ich nicht einmal das mitschreiben, das hakelt sich eh alles ab. Entschuldigung. Nochmal darauf ganz fix. Ansprechen, aktivieren eben diesen Buchstaben und dann klappt das schon. Jo, wenn man weiß, wonach man suchen muss, ist alles gut. Passt. So. Hier war das Zeug. Ja, wo war denn der? Wo war denn der, Zocki? Hä? An alle Eltern, es warten noch immer. Verdammt, wo war der jetzt wirklich? Abholung, die im Funhaus gefunden wurden. Sie können sie am Eingang zum Kitty Kingdom in Empfang nehmen. Ich war hier irgendwo, ne? Warte mal, wir waren hier. Oh, jetzt hab ich den vergessen. Na, bitte hör auf. So, warte, wo war der? Der war jetzt weiter oben, ne? Coca-Cola, das ist nur ein blaues Gesicht. Die Eröffnung unserer Welt der Erfrischung. Jetzt mit leckerer Coca-Cola Quantum. Ja, schön, ich bin doof. Jetzt habe ich den vergessen, wo ich den gefunden habe. Wie geht denn das jetzt? Entschuldigung, voll verschluckt. Dreck? Na bitte, jetzt muss ich den nochmal suchen gehen, oder? Der war jetzt da unten, ne? Aufgrund unvorhergesehener Umstände wurde das tägliche Duell ist hier zwischen Luca Knight und dem Luca Cola Dark Knight bis auf weiteres verschoben. Scheiße. Kruzifuchzini. Kruzitürken, das gibt's ja nicht. Wow, da klebe ich nicht drauf. Der haut mich weg. Scheibe, wo habe ich das jetzt herbekommen? Jetzt wird's echt übel. Also wirklich, jetzt geht's bergab mit mir. Muss man echt sagen. War der da oben? Da war er, ne? Ja, passt. Okay. Aussteigen. Ich werde die Powerrüstung nur stehen lassen müssen. Ein R. Okay. Also, R stimmt, haben wir ja. Und E. Zwei Hinweise gefunden. Fehlen noch 8. Ja, gut. So, das haben wir schon mal. Entschuldigung nochmal. So. Passt. Gefunden. So. Next one. Könnte man eigentlich den da nochmal probieren? Den hatten wir auch. Hatten wir den schon? Ja, hatten wir an der Wand. An der Wand. Jawohl. Da schnell hin. Entschuldigung nochmal 1000 Mal. Ja, ich und meine Fails. Aber ich hab's euch ja versprochen, ich komm dahinter.
Also für den Fall, dass ihr da ganz brav und fleißig wieder mal geschrieben habt, vielen, 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 vielen lieben Dank dafür. So. Ja, eine blinde Zocki findet auch mal ein Korn. Dauert etwas länger, aber sie findet sie. Da. Das bedeutet, das war... Da drüben war das Klo, ne? Da drüben war das WC und irgendwo neben, oder? Ja. Und hier ist es. Da ist er. Da leuchtet er schon entgegen. Bauerrüstung aussteigen. Wir haben hier ein G. Okay. Drei Hinweise. Die Buchstaben müssen irgendein Wort ergeben. Ja, hat sie ja gesagt. Nächstes. Fertig. So, da oben drum. Das heißt, gleich mal hier hin porten. Ja, jetzt klappt's doch recht gut. Das klappt ja recht gut. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir hier nochmal zurückkommen. Hierher zurückkehren werden. Und irgendwie scheint die Raider ausgeflogen zu sein, ha? Es ist schon ziemlich ruhig hier in Nuka-Cola World. Nuka-World, Entschuldigung. Ich sag immer Nuka-Cola World. So, lade. So, wo könnte das hier sein? Mal kurz umgedreht und geschaut, ob wir es vielleicht schon entdecken tun. Licht. Ah, hier sind sie ja, die Raider. Haben die Leute an solchen Orten früher ihren Spaß? Gab es denn keine Camps? Hat sie befürchtet, dass sich die Idioten gegen uns wenden? Besser für uns, dass sie jetzt erledigt sind. Yep. Howdy, Kumpel. Howdy. Bei uns versteht man Schlag dich, aber naja. Ein paar Geschäfte muss ich mal ausprobieren. Aber mach mal. Ich hab nichts gesagt, okay. Verehrte Eltern, vergessen Sie nicht, für Ihr Kind den Luca Sheriffstern nach der Wild-West-Dun-Show abzuholen. Okay, das ist wohl für die Raider. Ja, hiha! Ha-hi-ho-hu. Ich muss schauen, wo sind wir denn? Wir sind da. Das ist gar nicht mal so schlecht. Was bist denn du? Ein Wurmi. Noch ein Wurmi. Komm her, Wurmi. Tschüss, Wurmi. Au, noch ein Wurmi? Glaub nicht. Ey, der will mich einfach nur umschießen. So schaut's aus. Ah, da ist er. Schau, da. Auf dem Grabstein. Das war wieder typisch, oder? Wir haben hier ein E. Oje, Mini. Okay, noch ein Hinweis. Wir haben... Und dann zum Schluss können wir singen. Ganz recht. Ich behalte es auf den Schluss. Wartet. Ich bin gespannt, ob ihr euch die Kinder... und Anführungszeichen Kinderserie, Sendung, wie auch immer, kennt. Müssen wir da echt rein? In den Dungeon? Das ist aber wieder böse. Das ist echt böse. Dann kann ich hier meine Notizen zerstören. Zerstörung! Ja! Schaut aus wie moderne Kunst. So, ja, müssen wir tatsächlich hier rein. Alle hüpf und rein da. Das ist gerade echt ein bisschen schade, aber ich habe gerade die Hoffnung, dass die Gute durch ihr Museum vielleicht auch diese Raumanzüge gerne haben möchte. Mit ganz viel Glück haben wir alle. Ne. Bestimmt nicht. So, und jetzt? Jetzt sind wir da. Hurra. Wo ist jetzt dieses Symbol? Ich hoffe nicht weiter da drin. Ich hoffe, dass es mehr hier draußen ist, im Souvenirbereich. Jetzt führt er mich wieder nach draußen. Und das für Gugelhupf. Na, wegen die anderen Quests wahrscheinlich. Ha? Am Klo? Nein. Am Klo ist es mal nicht. Dann wahrscheinlich doch weiter nach drinnen. Nach innen drinnen.
Gletscher, Gletscher, Gletscher. Was? Eda! Sie ist der Hammer. Echt. Eda, du bist der Hammer. Hier draußen? Ist da hier irgendwo was aufgemalt? Look. Wow, Alter, du Drecksding. Alter. Geh sterben, echt. Voll erschrocken, mit dem er jetzt. Mit dem er jetzt nicht gerechnet. Entschuldigung. So. Ist ja wieder typisch. Da ist aber auch nichts, ne? Irgendwas aufgezeichnet oder so. Nein. Ich habe echt gehofft gehabt, dass es bei. Im Souvenirbereich ist. Ah, alter Schwede. Haben wir hier einen Hinweis? Nicht so wirklich, oder? Weil. Nein. Dann geht's hier weiter. Wie schauen wir hier aus? Ich könnte mir vorstellen, dass sowas auf dem Boden gemalt sein könnte. Ah, da ist er schon. Da ist er schon, der Hinweis da. So, wieder aussteigen. Aussteigen. Komm schon. Wieder mal da drin. Da vielleicht. Aber ist nicht der Ernst. Wohl doch, jetzt will er. Wir haben hier ein H. H. So. Aha. Hab noch einen. Ja, aha. Vor allem das H. So, ja. Lalalala. So, die Edda gräbt sich hier durch. Jawohl. Licht. Ja, da hinten liegt jemand. So. Und toll. Ich habe mir jetzt genau den langen Weg genommen. Schlaues Kind. Ich bin so schlau. Bau, bau. Perfekt. Next one. Wir dürfen dahin, glaube ich. So. Ich glaube, das ist am nächsten. Ich denke, das könnten wir diesen Part sogar noch hinbekommen. Boah, wie schön. So, wo denn jetzt? Hä? Da draußen? Hey, das ist gemein. Das ist ein Irrgarten. Dann werde ich das hier wählen und versuchen, von dort aus nach oben hin zu gelangen. Stimmt, in der Mitte kommst du ja so nicht hin. Na, ist doch logisch. Du kommst natürlich am Rande hin. Ja. Warum, nee, warum nicht? Warum nicht? So. Jetzt müsste ich hier. Ach ja, Commonwealth und Siedlungen und so, ja. So. Irgendwie da unten, da so, ne? In der Sonne. Lichthammer. Gut, hier im Käfig ist einmal nichts. Mal schauen, ob wir noch den ein oder anderen Echsentypen treffen. Dann
könnte ich mir vorstellen, hier irgendwie. Und dann mal so auf der Wand gemalt. Auf der Wand, auf die Wand gemalt. So. Da geht das Äffchen durch. Hm, nö. Da ist auch nicht wirklich was. Karte. Haben wir jetzt einen irgendwas Hinweis? Na, aber da bin ich zu weit herüben. Viel zu weit herüben. Warte. Das muss tatsächlich irgendwo hier sein. Theoretisch. Look. Haben wir da was drin? Nö. Hier ist auch nichts. Da irgendwie. Nein. Boah. Hallo. Au. Na, du Ratte. Wenn Sie Ersatzteile finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Jo, mach mal. Edda, du, meine Hübsche, du kriegst alles von uns. Alles, was geht. Ja. Zeigen Sie Ihre Eintrittskarte. K.A. Aber ich gehe mal hier rauf. Und Sie erhalten eine Luca-Pommes zum halben Preis. Ja, das ist natürlich schön. Natürlich schön. Da ist irgendwie auch nichts noch hinweismäßig, ne? Ups, langsam. No. Da zahlt sich schon wieder aus, nachzuschauen. Oh mein Gott. Puh. Da sind wir weit weg. Jetzt muss das schon fast irgendwo hier sein. Da haben wir schon mal das hier von den Raidern. Das ist wieder schwerer versteckt. Gar keine Frage. Aber ist da entlang? Hier vielleicht irgendwo? Nö, ne? Hallo, wo bist du? Zeige dich. Bitte. Für uns, bitte. Nö, ne? Da kann schon nichts mehr sein, oder? Ne. Nobody knows. Hallo? Ja, das gibt's ja nicht. Vielleicht doch in einem Käfig drin? Vielleicht doch hier irgendwo? Ja, manchmal bin ich mir... Entschuldigung. Manchmal bin ich mir auch gar nicht sicher, ob überhaupt das Licht geht. Für empfindliche Gäste sind am Eingang des Templin-Karussells... Hier waren wir, oder? Hier haben wir angefangen, oder? Oder? Ich glaube ja. Das gibt's ja nicht. Wo ist denn dieser Kack schon wieder? Karte schauen. Das war doch schon irgendwo da unten, oder? Das müsste schon da unten irgendwo... Es müsste schon. Aber es müsste. Vielleicht haben sie ihm auf den Arsch drauf. Nein. Auf den Arsch drauf gemalt. So.
Ah, das ist schon gut, Edda. Brauchst dich sicher nicht entschuldigen. Alles okay. Ich bin gerade wieder mal verwirrt. Jo, und zwar Vollgas. Das gibt's ja nicht. Vielleicht muss ich mal ein Stück zur Seite gehen. Irgendwo mal vielleicht ein bisschen da drüben hin oder so. Vielleicht sehe ich dann... Nö. Da bin ich da noch eher dran als hier. Schiffe stehen jetzt in der Luca Galaxy bereit. Da ist wieder nix. Du bist hier. Ja, das freut mich. Denken Sie daran, Ihre Preistickets in der Luca Cay in Nukatown, USA einzutauschen, bevor Sie nach Hause fahren. Jo. Mach mal. Trotzdem. Erschließt sich mir gerade nicht. Womit das drum nicht anfinden. Das ist gleich hier irgendwo direkt innen drin. Hat sich auch nichts angezeigt, oder? Wumms. Vielleicht den oberen zuerst probieren, aber das soll direkt hier sein, ne? Das soll direkt da sein. Vielleicht ist es auf dem Boden gemalt oder so. Oder vielleicht ist es wirklich drinnen im Gebäude. Das wird sein. Das könnte sein. Im Gebäude drinnen. Da werde ich es mal probieren. Ich gehe einfach mal rein. Vielleicht haben wir darin ein Glück. Ugi, ugi, ug, ug, ug. Ugi, ugi, ug, ug, ug. So. Da ist auch nichts aufgemalt? Nö. Da ist gar nichts gemalt. Servus. Sieh du nicht treffen viele Menschen. Sieh du schüchtern. Oh. Alter! Müffelt hier drin so stark, oder wie? Na, da ist sowieso, da ist auch verkehrt. Seid ihr echte Äffchen? Ich glaube eher, das sind auch Sünd, oder? Die vier hier. Da hat man ja gesehen beim Institut, dass die schon an Gorillas und so gearbeitet haben. Also hier ist mal definitiv falsch. In diesem Häuschen hier drin ist nichts. Himmel, A und Zwirn. Wo ist es dann? Ja, da wird der Affe verrückt. Definitiv. Das ist doch alles... Wiese, ne? Da am Boden wird wohl eher nichts sein. Aber mittlerweile, ich sag's euch, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Das muss ja hier irgendwo sein. Das ist echt eigenartig. Natürlich ist es ein Schwachsinn, wenn sie im Käfig drinnen wäre, weil... Wenn man sich an damals zurückerinnern versuchen tut, kann das auch gar nicht wirklich stimmen, weil welcher normale Mensch könnte denn in den Käfig rein, um ablesen zu können, was auf dem Dingen steht. So. Fahrgeschäft nach der Tragödie im letzten Jahr nun mit besseren Rückhaltevorrichtungen wieder eröffnet wurde. Ja, super. Auch mit. Ja, mach mal. Ich kann mir vorstellen, da hier hinten
dass Taras, dass da irgendwo was ist und sein tut? No. Da ist nichts. Weniger als nichts. Aber das hier ist echt schwer. Also hier ist wieder richtig, richtig schwer versteckt. Das ist richtig schwer versteckt. Aber es soll hier irgendwo sein, glaube ich. Nuka Grape, Nuka Orange oder Nuka Cherry. Jetzt an allen Verkaufsständen im Park erhältlich. Das gibt's ja nicht, Herrschaftszeiten. Oh, da ist nirgendwo was. Nirgends, nirgends, nirgendwo. Das ist auch, ja. Interessant. Na, ob ich das anfinde, ich... Puh. Achtung, eine Durchsage. Also Bevor Sie umstellen, bitte alle Anweisungen der Nuka World angestellt. Vielen Dank. Ja. Ja, wir werden uns bemühen. Aber vorher will ich diese beiden Kronkorken finden. Das gibt's ja echt nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht gegenüber vom Fluss irgendwie sein könnte. Also wenn ich da jetzt noch weiter laufe, geht es da glaube ich irgendwo mal raus. Und da ist weit und breit nichts. Hier, ich schaue einfach mal nur zum Spaß jetzt durch, ist eigentlich auch nichts. Dann würde ich sagen, wir gehen da raus. Was ich aber auch nicht glauben möchte, ehrlich gesagt, dass das hier draußen sein soll. Aber es könnte durchaus sein, dass bei der wütenden Anaconda wirklich was ist. Nö. Ist alles drinnen. Puh. Ich baue mich nochmal hin. Das ist gerade ein bisschen doof. Das ist wieder richtig doof. Das ist gemein und fies und unfreundlich versteckt. Ich meine, dass ich blind bin, streite ich fix nicht ab. Keine Sorge. Das Blindsein gehört bei mir dazu. In Form von Sachen übersehen. Aber trotzdem. Das ist schon sonderbar. Das ist sehr nett, Edda. Du könntest mir da gerade beim Suchen helfen. Ich suche da nämlich so einen aufgemalten Kronkorken von Nuka Cola und ich finde das nicht an. Schalt mal deine Sensoren ein, vielleicht findest du ihn. Irgendwie komisch. Irgendwie richtig komisch. Hier wird ja wohl auch nichts, oder? Ugi, ugi, ug, ug, ug. Nobody know. Das gibt's ja, wenn es da drüben anzeigt, wo haben die das dann bitte hingemalt?
Ja, Uka, Uka, Uka. Oh, da ist ein Safe Bar. Dann habe ich sogar ausgeraubt. Also hier stehe ich mal wieder grob auf dem Schlauch. Wahnsinn. Aber so richtig grob. Ist das verwachsen? Könnte nach so einer langen Zeit ja auch schon verwachsen sein. Aber das ist hier überhaupt nirgendwo. Ich meine, es wird mir da angezeigt und da ist aber nichts. Weit und breit nichts. Nicht einmal an der Wand, an der Hausmauer, nirgendwo. Das ist gerade wieder ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde das schneiden müssen. Wir hören uns gleich wieder, wenn ich beide gefunden habe. Und dann, ja, machen wir einfach weiter. Na gut, ihr Lieben, also bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Ja, ich weiß nun, wo diese aufgemalten Kronkorken-Dinger sind. Und zwar, ich hatte gar nicht mal so unrecht mit dem Gorilla-Arsch. Hier haben wir den wunderschönen Gorilla-Arsch und darunter, tada, ist auch schon dieser depperte Korken-Dings. Hier bei dem Gestrüpp kann man wunderbar vorbeigehen und dann haben wir den Dreck. So. Das heißt, ich muss wieder aussteigen, irgendwie. So, was haben wir denn da? Ein N. Na, hat's hingehauen? Ich glaube, sie sagt nichts mehr dazu. Sie ist auch sprachlos. Meine Figur ist komplett sprachlos. Wir werden gleich sehen, ob es gezählt hat. Und der... Und der zweite ist beim Baumhaus. Sie müssen zu Corkys Baumhaus reisen. Da oben war ich auch noch nie, glaube ich. Da wäre man schnell einen Sprüngelein raufschauen. Oder auch nicht. Das stimmt, das sind wir richtig. Auf jeden Fall sollte es hier irgendwo sein. Huch, sehr was Mausi. Na, noch ein Mausi. Jo, hallo Mausi. So. Und da haben wir ihn schon. Jawohl. Also, ihr geht einfach rein in den Irrgarten. Ja, da vorne. Und haltet euch bitte immer rechts. Dann kommt ihr zu dem Gradler hier. So. Ich will hier aussteigen. Jawohl. Und da haben wir schon das nächste drum. Nummer 7. Perfekt, fehlen nur noch 3. So. Next one. Und zwar hier. Da müssen wir leider in den Dungeon rein. Das geht leider nicht anders. Welt der Erfrischung. Woher weiß ich das? Weil das Symbol für den Eingang schon da war. Diese Tür. Ja, ja. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Jo, also 3 fehlen noch. Vielleicht kriegen wir das jetzt noch schnell hin. Und vielleicht können wir noch die Belohnung abholen. Das wäre super. Dann hätten wir diese Quest auch schon geschafft. So. Gut. Also, wir müssen... Achtung, eine Durchsage. Die 1 und 3 Uhr-Vorstellungen von Oswald, der Ungeheuerliche... sind ausverkauft. Für die 5 Uhr Vorstellung sind Tickets noch in begrenzter Stückzahl erhältlich. Wir müssen wieder in den Dungeon rein, wo wir diese quantumverseuchten Meyerlurks begegnet sind. Ja. Und hier ist auch ein Cola-Zeichen. Ja, Kronkorken-Zeichen. Ein Quarky, so heißen die. Ein Quarky. Licht.
Diesmal sind wir richtig schwer bewaffnet. Da können die schon kommen, wie sie wollen. Die Geschichte von Coca-Cola begann im Jahr 2042. Das Doofe ist nur, wie gesagt, ich habe mich nicht spoilern lassen. Das heißt, wir müssen das ein bisschen suchen tun. Vielleicht hier hinten. Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Dass es nicht wieder komplett Aslak versteckt ist. Aber vielleicht müssen wir auch hier rein. Er träumte von einem Softdrink, der Energie spenden, die Konzentration steigern und ein... Oh, da wird es eigentlich nur nach hinten raus und so gehen, ne? Hey Mama und Papa, bereit für einen Abend in der Stadt? Dann schnappen Sie sich eine Eis... Die alte Idee kann ich nicht mehr hören. Lass mich raus, Alter, bitte! So, hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte mich vielleicht spoilern lassen sollen. Aber ich war zu stolz. Ich muss mal anfangen. Weißt du was? Wir fangen vorne an. Machen wir so. Daraus, ne? Fangen wir von hier an. Machen wir schön mit System. So. Also. Schauen wir uns hier mal durch. Vielleicht ist es ja eh schon hier irgendwo. Ansonsten muss ich mich einlesen tun, beziehungsweise das Ganze hier nachlesen tun. Ah, das werden wir jetzt wohl hinbekommen, bitte, mit vereinten Kräften. So. Hier ist auch nichts noch, ne? Da ist noch ein Ei. Hm, ich glaube, das wäre zum... Oh. Ja, habe ich schon. Ich dachte mir, wenn ich von einem höheren Punkt aus mir das anschauen könnte, Schrägstrich kann, dass ich vielleicht das Symbol leichter entdecken könnte. Minderwertige Getränke und wurde zu Amerikas beliebtesten Softdrink. Jo, wie schön. Ach, Schmacht. Vielleicht ist es ja hier irgendwo. Etwa die klassische Nuka-Cola Quarz und die erfrischend patriotische Nuka-Cola Victory. Ja. Runter mit dem Zeug. Das bei uns wahrscheinlich niemand trinken wird, weil man gleich davon ausgeht, dass man an sämtlichen Krebsarten da erliegen wird. Oder diese erleiden wird, sagen wir so. Ich habe irgendwie das Ei, da ist er schon. Moa, gefindet. Supi. Nochmal ein Rrrr. 8 Hinweise. Yay, bravo, das lief super. Hui, hui, hui. Das heißt, hier drin sind wir eigentlich fertig. Wir können wieder abhauen. La 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 la. Dap da 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 da. Dap 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 dap. Und tschüssi. Das heißt, 2 noch und dann sind wir fertig. Das ist fein. Ging ja doch schneller, als ich gedacht hatte. Was jetzt keine Beschwerde ist. Nein, nein, nein. Da, baum. Ba, 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 baum. Ba, 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 baum. Ba, 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 baum. So, dann sind wir da. Wieder ein Dungeon im Funhaus. Oje. Da, baum, baum. Ich habe eine schlimme Vermutung, wo diese Lauser das versteckt haben hätten können. Vielleicht etwa in dem Raum, wo sich alles dreht. Eventuell. Es war doch dort, oder? War das das? War das dort? Ich habe düstere Erinnerungen, meine ich. Meine ich, meine ich.
Meine ich. Vielleicht geht's ja recht flott und wir können das Graffel schnell holen tun. Aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, dass das so einfach geht. Wow. Warte, kommen wir da drüben schneller an unser Ziel? Ja, tun wir wirklich kommen tun. So, Ausgang. Haben wir dort. Hallo, was, wie geht's euch? Gleich wie beim letzten Mal. Ja, und da haben wir schon. Alter, ging das jetzt gut? Ging das gut? Ich bin entzückt. System Hinweis 9. Fehlt nur noch einer. Jawohl. Und einsteigen wieder. Boah, das ging echt toll. Das ging richtig, richtig gut. Ich werde ein bisschen Überlänge machen, glaube ich. Als Belohnung dafür haben wir dann die Quest abgeschlossen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber es ist auch zu unserem aller Wohl. Glaube ich. Dann können wir nämlich im nächsten Part ganz gechillt und voller Freude die nächste Quest angehen. Wow. Jawohl.